Yo Leute, willkommen zurück bei der Evolve Alpha. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr seht schon, wir dürfen wieder mit Goliath spielen. Und natürlich werde ich wieder Charge nehmen und Feueratem. Warum denn das, wird jetzt der ein oder andere sagen. Ich weiß, mit anderen Sachen bin ich auf jeden Fall besser, aber ich möchte noch probieren, ob ich Cthulhu nicht vielleicht doch noch freigeschaltet bekomme. Also, falls ich eine Runde verliere, dann nehme ich das gerne auf meine Kappe, weil ich halt nicht mit meinen bestmöglichen Skills spiele, ja? Weil mit dem Sprung und mit dem Stein bin ich ja auf jeden Fall deutlich stärker als mit den anderen Sachen. Aber egal, wir müssen Punkte sammeln. Ich muss Schaden machen mit dem Feuerding, ich muss Schaden machen mit dem Charge. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt hier hinbekommen werden. Es ist echt ein ganz schöner Schadensoutput, den wir da rausrotzen müssen, damit wir das Level abbekommen. Also, ja, das sollten wir nicht unterschätzen. So, am Anfang wieder wichtig, ich versuche vielleicht direkt wieder ein großes Viech zu finden. Wenn ich ein großes Viech finde, kann ich mir nämlich schön die EP schon mal geiern. Und kann mich vielleicht wieder recht früh evolven. Das hat mir beim letzten Mal auf jeden Fall ziemlich viel gebracht, weil das natürlich nochmal ordentliches Lebenspolster gibt. Und natürlich nochmal einen richtig schönen Damage-Boost. Dadurch, dass ich dann weitere Skills freischalten kann. So, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Und bin gespannt, was die Hunter dieses Mal sich ausgedacht haben, wie sie Goliath, aka Grants, ausschalten wollen. Ich lasse mich überraschen. So. Okay, hier starten wir wieder. Es ist wieder die Waldmap. Hier vorne direkt Vögel. Aber ist ja egal. Am Anfang macht das ja keinen Unterschied. So, jetzt habe ich hier vorne direkt ein Viech. Okay, aber nur eins halt. Oh, aber eins, was einen Buff gibt. Und das könnte dann vielleicht doch den Unterschied machen. So, wenn ich jetzt am Anfang nämlich direkt einen Buff habe. Ability Cooldowns are... Oh, 100% schnellerer Cooldown. Das ist nice. Und da ist ein richtig dickes. So, warte mal. Den chargen wir jetzt direkt an. Und einfach mal direkt Feuer losspreaden. Scheiße, mit dem hätte ich mich vielleicht nicht anlegen sollen. Oh, scheiße. Der wird gut was aushalten. Aber ich kriege ihn down. Ich kriege ihn down. So, er ist down. Ja. Okay, direkt fressen. So, okay. Und direkt chargen. Komm schon. Ah, Mann. Okay, den haben wir. Den fressen wir auch direkt. Oh, die ersten Menschen kommen da vorne schon, wa? Deswegen einfach mal direkt abhauen hier. Einfach mal direkt abhauen. Oh, das waren aggressive Viecher. Wo sind die Menschen? Da hinten kommen sie schon. Oh Mann. Okay, ich hau ab, Leute. Ich hau ab. Oh shit, okay, jetzt sehen sie, wo ich langgegangen bin natürlich. Aber ich probiere sie abzulenken. Ich gehe jetzt einfach hier einen anderen Weg. In der Hoffnung, dass sie mit so einem schlechten Movement von mir nicht rechnen. Und wie sieht's aus? Irgendwo gar nichts hier in der Nähe leider. Noch nicht mal Viecher. Komm schon, das muss doch... Ah, da vorne, okay. Wir machen mal den Charge. Na komm. Keine Menschen in der Nähe. Warte, wir könnten evolven. Machen wir direkt schnell. Wir probieren's. Ah, ich dachte gerade, unten sind alle Menschen. Das wäre böse geworden. So, wir holen uns das Feuer und ja, den Charge auch nochmal auf Full Level. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir direkt die erste Begegnung mit den Menschen haben werden. Ja, da vorne kommen sie nämlich. Und oh oh, hier ist direkt jemand, der richtig Ärger macht gegen mich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, den ersten haben wir und jetzt chargen wir in den nächsten rein. Oh, das ist nur Daisy. Was will ich denn mit Daisy? So, komm, du wirst den da nicht aufheben. Nein, 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 das wirst du nicht tun. Oh, Leute, das sieht sehr gut aus mal wieder, was wir hier machen, würde ich sagen. Oh Mann, ist das nice. So, da haben wir den nächsten down und es lebt nur noch einer, wenn ich das richtig sehe. Und den versuche ich abzufackeln. Na komm. Okay, dann werde ich hier deine Leute so lange halt ein bisschen quälen. Aber ich glaube... Oh Gott, Leute, es lebt nur noch... Ja, ich habe schon wieder gewonnen. Ach du heilige Scheiße, die Parts werden ja immer kürzer. In 4 Minuten habe ich denen mal richtig den Arsch aufgerissen. Was geht denn mit denen ab? Ach du heilige Scheiße. Oh Mann, ich muss hier ja schnibbeln wie ein Meister. Muss hier schnibbeln wie ein Meister. Oh ja, das war schön. Fire Breath hat richtig Damage
gemacht. Den Leap und den Rock habe ich nicht mal benutzt. Oh, und 4000 Charge. Ey, wenn ich mich anstrenge, kriege ich den Kraken ja doch noch. Meine Güte, ist das pornös. Meine Güte, ist das pornös. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Guck mal hier, die Rundenlänge sogar nur 3 Minuten eigentlich. Nach 3 Minuten haben wir denen so krass den Arsch aufgerissen, dass die weinend zu Mami gerannt sind. Da tun die mir schon fast ein bisschen leid. Na gut, Leute, ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde hier schnibbeln wie so ein Irrer. Und ja, dann können wir uns das hier mal anschauen. Da kommen die Gegner schon. Und guck mal, da habe ich noch diesen Dicken gekillt. Oh, die waren mir die ganze Zeit aber dicht auf den Fersen. Wo haben sie denn meine Fährte verloren? Gar nicht eigentlich, okay. Ich habe einfach nur recht nettes Movement gehabt. Und genau just in time, wie ich evolved war, sind sie gekommen. Okay, alles klar. Leute, ich bin raus für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Granz. Haut rein.